Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tilla und Toshi dafür euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar würde ich heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Wir wollen uns zusammen mal den Great Vault anschauen. Und ja, letzte Woche war ich ja so ein bisschen zumindest fleißig. Ich habe jetzt keine 8 Keys im M Plus gemacht, aber zumindest 6 war ich. Und dementsprechend haben wir 2 Slots ausgefüllt. Und ich würde sagen, wir schauen mal rein, was da so drin ist. Beziehungsweise bevor wir das machen, kann ich einmal euch das Gear zeigen, was ich aktuell habe. Ich bin jetzt nicht so hardcore am Gearen. Aber zumindest 400 Item-Level haben wir. Ich glaube, im letzten Update waren ja auch schon einige Keys von letzter Woche mit drin. Also viel hat sich am Gear nicht verändert. Das Trinket, was ich aus dem HC-Sack rausbekommen habe, habe ich jetzt doch nochmal angeguckt. Immer eh ist es gar nicht so schlecht. Deswegen habe ich das jetzt tatsächlich doch angezogen. Und ja, sonst hat sich eigentlich nicht großartig was verändert. Keys war ich jetzt die Woche noch keine bis jetzt. Heißt, da haben wir auch noch nichts bekommen, auch noch keine Punkte. Und was können wir, jetzt muss ich mal gucken, wie viel können wir uns holen, nicht Eroberungspunkte, sondern Tapferkeitspunkte, sind wieder quasi 750, also ein bisschen was ist es. Und ja, ich würde sagen, schauen wir rein. Was mir ganz lieb wäre, eine Brust wäre schon ganz nice, vielleicht am besten eine Z-Brust und oder Schultern. Bei, ja doch, Schultern wären ganz gut. Wobei ich glaube, ich bei irgendeiner Fraktion gesehen habe, dass ich noch höhere Schultern kaufen kann und nicht irgendwie mit diesen Lowen rumkrebs. Also da müsste ich auch mal noch gucken, was da geht. Gut, jetzt stellen wir diesmal vielleicht auf Wildheit tatsächlich um, falls wieder ein Trinket drin ist, dass wir nicht wieder irgendwas Deffiges bekommen. Und schauen wir mal, was wir einmal rauskriegen. Oder eine Hose wäre auch okay. Oh nein, da ist eine Brust drin, aber es ist halt aus dem LFR. Ich habe 2 LFR-Teile gemacht, um diesen Ring zu kriegen. No. Was habe ich denn jetzt hier in den Kopf? Aber Kopf kann ich fast nicht nehmen. Der hat erstmal richtige Scheiß-Stats. Das zum einen. Oh nein. Ich brauche Versa auf dem Kopf. Das ist natürlich jetzt maximal belastet. Und ich habe schon wieder einen Trinket drin. Aber was ist das hier? Das ist quasi mit einem Tempo-Proc. Das haut mich jetzt ehrlich gesagt nicht so vom Hocker. Also ich könnte mal nebenbei so ein bisschen auf Bloodmold gucken. Da hast du immer zumindest so eine grobe Übersicht, ne? Wo man dann so ein bisschen schauen kann, wie Trinkets performen im Single- und Multitarget. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass das irgendwo dabei war. Wie heißt das? Windge... irgendwas... gepeitschte Seiten. Okay. Schauen wir mal, ob wir das hier irgendwo finden. Narbe haben wir hier. Okay, das ist eben Single Target. Ist es etwa im Mittelfeld? Seht ihr, da haben wir es. Das ist das eine, was ich anhab. Das ist relativ gut im Single Target. Das ist auch im niedrigeren Item Level besser als das hier tatsächlich im höheren. Und im Multitarget gucken wir mal. Seht ihr, da ist mein komisches Totem, was ich gekriegt habe, was ich dachte, was ziemlich kacke ist. Aber im Multitarget ist das tatsächlich sehr gut. Und wo haben wir da die Seiten? Da sind die Seiten hier auch eher, naja, sind schon im oberen Drittel, würde ich behaupten, oder? So knapp im oberen Drittel. Auf jeden Fall ganz, ganz oberes Mittelfeld. Aber auch hier habe ich hier, da wäre es auf 215, glaube ich, drin. Da sind wir nicht über der Technik, oder? Ist halt im Single-Target zu stark, ne? Könnte man sich überlegen. Das ist jetzt halt echt... weiß ich nicht. Man könnte es natürlich jetzt durchsimmen. Das Ding ist... klar, ich könnte jetzt die Brust natürlich nehmen, ne? Und hätte einen 2er-Set-Bonus. Aber dann hätte ich halt eine LFR-Brust an. Ein LFR-Item zu nehmen, weiß ich nicht. Den Kopf könnte ich nehmen. Dann würde es mir halt das Set quasi kaputt machen. In Anführungszeichen. Hätte halt dann dafür einen 2,15er Kopf an. Der jetzt halt erstmal groß wäre. So von den Sets. Aber es hat halt kein Versa drauf, ne? Und... Trinket... Tja, das prockt halt direkt mit Damage, ne? Das finde ich halt schon auch nicht schlecht. Halt Single Target echt richtig stark, das Trinket. Auch so schlecht, wie ich es hab. Das
Stream wird schon geschrieben, ich würde LFR-Item nehmen für Zweier-Set. Nee, das... Also, mein Zweier-Set ist halt auch relativ schlecht, muss man sagen. Also, ich find allgemein das Set vom Guardian nicht geil, weil, was macht das? Beim Einsetzen von Zerfleischten mit Aufspießen, das ist halt so ein Proc, wird 30% des verursachten Schadens quasi von meinem Zerfleischen auf die Gegner in der Nähe zugefügt. Also bei mehr als 15 ist es halt wieder reduziert, ne? Und jetzt, wenn wir jetzt mal ganz flat gucken, was macht sein Zerfleischen Schaden? 11.000, so wie es angezeigt wird, klar, das macht dann wesentlich mehr mit noch irgendwelchen Procs und Sachen, ne? Das skaliert ja dann noch hoch. Aber das macht jetzt hier flat 11.000, 12.000. Und dann 30% davon sind nicht sonderlich viel, ne? Also das sind dann irgendwie 3-4k Damage, nicht krass. Und wenn ich jetzt einfach... Und das macht es dann als ja eh Schaden. Ne? Wenn ich mehrere Gegner habe und den Proc zufällig habe, dann macht es 3-4k auf die anderen. Oder ich setze gleich Prankenhieb ein, was ich immer die ganze Zeit durchmachen kann ohne Ressourcen und es macht halt 6-7k Schaden. Also es macht eh keinen Sinn, diesen Proc da großartig zu nutzen. Klar, du machst aufs Main-Ziel dann damit ein bisschen mehr und kriegst Wut, aber sobald ich mehrere Gegner habe, setze ich eh kein Zerfleischen ein. Also deswegen ist der Proc eigentlich komplett für die Katze, wenn ich ehrlich bin. Und ja, weiß ich nicht. Also, ja, wenn 1-2 Mobs sind, dann hast du noch ein bisschen HE-Schaden, dann machst du auch mit Zerfleischen. Und wenn du 5-6 Gegner hast, dann setze ich eh nur Hauen und Prankenhieb ein. Da wird Zerfleischen gar nicht mehr großartig geused aus. Ich brauche unbedingt Wut, ne? Also deswegen ist der Z-Bonus halt eh für den Sack. Ich bin fast überlegen, ob ich einfach den Kopf nehme. Einfach deswegen, weil der schon ein gutes Stück mehr an Item-Level drauf hat, ne? Dann haben wir 15, 16, 17 Item-Level mehr. Ich habe zwar jetzt nicht die optimalen Stats, habe kein Versa drauf, aber ich kann den ja irgendwann umschmieden über diesen komischen Katalysator und vielleicht mache ich es dann darüber. Ehrlich gesagt, es wird geändert, wenn ich quasi einen, wenn ich auf Katze bin, aber aktuell spiele ich ja nicht großartig Katze, deswegen ist es dafür eigentlich auch wurscht. Ich glaube, irgendwo in ein paar Wochen kommt ja, dass man die Sachen sich ändern kann und dann macht es vielleicht da Sinn. Ich glaube, ich nehme die Kapuze. Das Ding wäre jetzt halt auch nicht schlechtes Trinket, aber die anderen, die ich habe, sind tatsächlich besser. Also das eine ist das zweitbeste Single-Target-Trinket und das ist das zweitbeste Multi-Target-Trinket. Also, und im Plus habe ich halt beides Single und Multi-Target, deswegen sind die schon nicht so verkehrt. Und ja, klar, das wäre vom Item-Level halt auch ein gutes Stück nochmal höher, aber trotz des erhöhten Item-Level kommt da nicht viel mehr rum. Wir haben ja vorher im Bloodmold geguckt gehabt, also komm, ich nehme den Kopfscheiß drauf. Das ist zwar jetzt sehr ärgerlich, aber was willst du machen? Ich tue jetzt nochmal einmal, bevor wir das machen, das Item ausziehen und schauen, wie viel Versa ich da verliere. Ah, das sind halt über 2% Versa, ne? Ah, das ist natürlich schon eklig. Das ist schon richtig eklig. Es hilft halt nichts. Das wird eine temporäre Sache sein und egal. Ich hätte vielleicht doch noch mehr machen sollen. Nehmen wir den Kopf. Scheiß drauf. Das ist, glaube ich, jetzt aktuell das Beste, was ich machen kann von allgemeinen Stats. Jetzt von den Biss-Stats nicht unbedingt. Aber da kriege ich am meisten Werte overall raus. Gut. Fühlt sich zwar jetzt irgendwann noch falsch an, aber was willst du machen? Okay, das war's mit dem kleinen Opening. Wirklich zufrieden bin ich damit nicht, aber zumindest irgendwo ein bisschen ein Upgrade. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so rausgekriegt habt oder vielleicht auch, ob ihr eine andere Wahl getroffen hättet als ich jetzt an der Stelle. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Opening wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.